Hallo, Ruby, String. Ein String ist eine Zeichenkette und wird in doppelten oder einfachen Anführungszeichen geschrieben. Zum Beispiel Putz für die Zurückgabe und dann der String, zum Beispiel Hallo oder ein einfachen Anführungszeichen. Das geht ebenso. Jede Zeichenkette ist ein Objekt, eine Instanz von der Klasse String und wird erzeugt durch String.new. Oder durch eine einfache Zeichenkette, zum Beispiel hier als Beispiel var1 als Variabelname ist gleich und dann die erste Methode string.new in Klammern die Zeichenkette. Hallo Ruby zum Beispiel. Oder die zweite Methode, was wohl die einfachste Variante darstellt. var2 ist gleich und dann die Zeichenkette. Hallo Ruby. 2 zum Beispiel. Welcher Klasse eine Instanz angehört, bekommt man heraus, indem man einen Punkt class anhängt. Zum Beispiel var1.class oder var2.class. Methoden, die man benutzen könnte, werden per .methods aufgelistet. Zum Beispiel var2.methods steht ein Ausrufezeichen am Ende, wird die Zeichenkette selbst durch diese Methode umgeändert. Steht ein Fragezeichen am Ende einer Methode, bedeutet dies, dass ein True oder False zurückgegeben wird. Zum Beispiel mit der Methode empty oder zum Beispiel hier mit dieser Methode. Hier steht auch ein Fragezeichen oder mit der. Die Methode .length bestimmt die Länge der Zeichenkette. var1.length. Hier sind es 10 Zeichen und bei der anderen Variable sind es 12. .empty Fragezeichen findet heraus, ob ein String leer ist. Empty Fragezeichen. Und die Zeichenkette ist natürlich nicht leer, also gibt es ein For zurück. Und versuche ich dies, müsste es ein True geben, ganz genau. Punkt Count zählt Zeichen, zum Beispiel var1.count in Klammern und dann das Zeichen, das gezählt werden soll in diesem String. Und das L kommt zweimal vor. Und das Groß R zum Beispiel einmal. Methoden kann man aneinander anhängen, also man kann mehrere Methoden hintereinander schreiben, wie bei jQuery zum Beispiel. Upcase verwandelt alle Kleinbuchstaben in Großbuchstaben. Downcase verwandelt alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben. Capitalize schreibt am Anfang einen Großbuchstaben, was sowieso schon hier der Fall war. Und Swapcase verwandelt alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben und alle Kleinbuchstaben in Großbuchstaben. Und das sieht dann so aus als Ausgabe. Wie schon gesagt, man kann mehrere Methoden aneinander hängen, zum Beispiel Swapcase, Downcase und Upcase. So wird am Ende alles groß geschrieben. Steht am Ende ein Ausrufezeichen, was ich auch schon erwähnt habe, wird die Zeichenkette selbst umgeändert. Zum Beispiel var1, Upcase, vorher noch die Ausgabe. RAW1.
So sieht die Zeichenkette momentan aus. Und jetzt die Änderung. Raw 1, Upcase, Ausrufezeichen. Und die Zeichenkette wurde verändert. Ciao und viel Glück.